Nach gestern Abend, ne? Ja. So, hallo zusammen. Ihr seid hier gelandet im Talk zu UIKit, dem modularen Frontend Framework. Ihr habt jetzt noch die Chance, wegzurennen oder dazu kurz zu kommen, wenn irgendwas falsch war. Kurz zu uns. Ich bin Florian, das ist Arthur. Moin. Wir sind beide Webentwickler bei Utheme, dem einen oder anderen von euch vielleicht ein Begriff, hauptsächlich bekannt für die Joomla-Themes. Wir haben auch ein Standdaten, könnt ihr gerne nachher mal vorbeikommen. Worüber reden wir heute? Über UIKit, das ist das von uns entwickelte Frontend-Framework. Wir werden erstmal kurz darüber reden, was ist das überhaupt? Also was ist überhaupt ein Frontend-Framework? Kann man nochmal, warum möchte man sowas überhaupt benutzen? Der kleinste Beamer im ganzen Gebäude, wir haben hier einen ganz speziellen Ort bekommen heute. Dann werden wir ein paar Highlights irgendwie nochmal hervorheben, was so in UIKit enthalten ist. Und dann kommen wir eigentlich zum größten Teil, nämlich einer Demo, wo wir euch ein bisschen interaktiv mal zeigen werden, was man damit machen kann. Hoffen, dass alles glatt geht. Live-Demos gehen ja immer schief. Und ganz zum Schluss werden wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft wagen, wo es dann darum geht, was wir in Zukunft mit der kommenden UIKit 3 Generation vorhaben. Erstmal ganz generell, was ist das überhaupt? Ein Frontend-Framework? Kann man sich eigentlich so vorstellen wie ein Baukasten für Webseiten, für Web-Interfaces. Ne? Da sind die gängigen Komponenten drin, die man immer wieder braucht. Eine Navigation, ein Grid-System, was auch responsive auf allen Geräten funktioniert und so weiter. Also einfach eine Sammlung von vieler solcher Bauteile. Was heißt das konkret? Wenn man jetzt Lust hat, zum Beispiel UIKit zu benutzen, geht auf die Website, da ist erstmal ein großer Download-Button. Da kommt so ein ZIP runter, wenn man das aufmacht, hat man erstmal hauptsächlich ein paar CSS-Dateien drin, JavaScript-Dateien, also irgendwas Interaktives passiert anscheinend auch, und zusätzlich noch so ein Ordner mit Fonts-Dateien, das wird benutzt für die Icons, die ihr ja immer skalierbar auch mittlerweile mit Web-Fonts haben wollt. Wenn ihr ein Mensch seid, der nicht nur ZIPs runterlädt, sondern seine Frontend-Dependencies mit Bower managt, das ist auch möglich, ist beides möglich, könnt ihr einfach auf der Konsole Bower install UIKit machen. Da kommt dann auch noch ein bisschen mehr mit. Wie man hier sieht, auch wieder CSS, die Fonts und JavaScript, exakt 1:1 das, was in diesem ZIP ist. Zusätzlich sind da aber auch noch LESS-Dateien, also das, was dann später in das CSS kompiliert wird. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, selber nochmal an den Variablen was zu ändern und das an den eigenen Style anzupassen. Oder alternativ auch eine entsprechende CSS-Version, wer also lieber das eine oder das andere benutzt, hat da die freie Wahl. Ihr habt jetzt also irgendwas runtergeladen, da habt ihr CSS und JavaScript, was fehlt dann noch? Natürlich euer HTML. Nur mal ein ganz primitives Beispiel hier, um einmal kurz einen Blick zu haben, wie sieht das aus, wenn man UIKit benutzt. Wir haben ein bisschen HTML und fügen einfach die richtigen CSS-Klassen hinzu. Die erkennt ihr super einfach, weil bei UIKit alle CSS-Klassen mit diesem UK-Bindestrich geprefixt sind. Macht es super angenehm, einfach direkt zu sehen, was ist mein eigenes CSS, was kommt von UIKit. Hier sehen wir jetzt irgendwie, wird irgendein Panel gemacht, das ist so eine Panel-Box-Klasse noch dran, das ist wohl ein Modifier für diese Panel-Komponente. Irgendwas wird zentriert und hier ist irgendwie so ein Button. Das schmeißen wir in den magischen Zylinder, rühren dreimal um und dann kommt da das bei raus, habt ihr euch wahrscheinlich vorstellen können. Das nochmal als ersten Blick, was UIKit eigentlich ist und was man damit macht. Warum möchte man sowas jetzt benutzen? Einmal ist es, man fängt mit einem neuen Projekt an und es gibt Sachen, die braucht man einfach immer. Ja? Man braucht immer mal wieder eine Navigation und fängt wieder an, die Buttons neu zu stylen. Es ist einfach angenehm, so einen Baukasten da zu haben, wo man einfach direkt starten kann. Ja? Das ist praktisch. Unser Talk heißt ja das modulare Frontend Framework. Also wir legen bei UIKit großen Fokus darauf, dass diese verschiedenen Bausteine auch unabhängig voneinander benutzt werden können, beliebig miteinander kombiniert werden können und einfach bestmöglich zusammenarbeiten. Einfach diese Wiederverwendbarkeit. Ne? Man muss nicht irgendwie, seine Navigation macht man immer in einem ähnlichen Markup, ist immer irgendwie eine Liste von links, aber man will nicht wieder anfangen, das Rad neu zu erfinden und das ganze CSS, was man eigentlich an vielen Stellen immer wieder braucht, neu zu schreiben. Auch der eigene Code wird dadurch wiederverwendbarer, weil wenn man sich an diese Markup-Richtlinien hält und UIKit kommt mit so einem Konzept von Styles und Themes, das hängt mit diesem Less zusammen, wo man wirklich Sachen auch beliebig ändern kann, dann hat man sein Markup einmal geschrieben und denkt sich dann, oh, mein Kunde will irgendwie jetzt aber ein komplettes Rebranding machen oder so, da muss man am Markup gar nichts ändern, man erstellt einen neuen Style, neues Theme, tauscht nur das CSS aus und hat eine komplett neue Website, ohne am Markup was ändern zu müssen. Also auch da eine Wiederverwendbarkeit in dem eigenen HTML, was man schreibt.
dann jeder von uns hat den persönlichen Lieblingsbrowser, jeder von uns hat den persönlichen vielleicht nicht Lieblingsbrowser. Allgemein, wenn man so ein Framework benutzt, was auf, ja, einfach auch getestet ist im Laufe der Zeit, hat man deutlich weniger Probleme damit, ist auf verschiedenen Browsern, in verschiedenen Umgebungen, auf verschiedenen Displaygrößen auch zu benutzen. Macht alles ein bisschen angenehmer. So, und was wir jetzt hier Batteries Included genannt haben, sind einfach mal kurz ein paar Highlights, die wir einmal nennen wollen, die wir an UIKit nennenswert und eigentlich ganz cool finden. Einmal wirklich diese Komponenten, also es kommt irgendwie immer wieder, die man unabhängig voneinander benutzen kann. Also werden wir uns da gleich nochmal ein paar Beispiele angucken, weil Komponente ja doch ein sehr abstrakter Begriff ist. Aber da gibt es recht viele von und man kann so viel davon benutzen, wie man will, oder auch nur eine, ohne das eigene Projekt komplett damit zumüllen zu müssen. Also man ist da relativ flexibel und hat auch echt eine große Auswahl. Dann, wie gesagt, dass dieses UK-Präfix an allen CSS-Klassen hängt, ist einmal, also ich finde es einfach optisch praktisch im Markup, das zu sehen. Auf der anderen Seite fördert es natürlich auch die Zusammenarbeit mit anderen Komponenten, die man vielleicht noch auf der Seite installiert hat oder mit Bootstrap zum Beispiel, dass es da keine Namenskonflikte mit anderen CSS-Klassen gibt. Ja? Ist einfach super praktisch. Genau, wir haben gesehen, da kommt auch JavaScript mit, also irgendwas Interaktives passiert da auch. Da sind recht viele Komponenten bei, die Interaktion machen. Also es ist von kleinen Sachen wie so einem einfachen Dropdown auf einem Button bis hin zu kompletten Slideshows oder also eine ganze Menge da. Das könnt ihr alles benutzen, tatsächlich ohne eine einzelne Zeile eigenes JavaScript schreiben zu müssen. Wie das bei UIKit funktioniert, ist, dass man auf ein Element, zum Beispiel auf einem Div-Container, mit so einem Delta-Attribute, auch wieder einem UK-Prefix, damit man das auch wieder sieht, der Komponente quasi draufhängen kann. Und man kann hier zum Beispiel die Slideshow, wenn dann da drin das Markup mit den Bildern einfach einer gewissen Regel folgt, dann hat man automatisch eine Slideshow ohne JavaScript schreiben zu müssen. Jetzt möchte man vielleicht nicht, dass die automatisch startet oder dass sie ein bisschen langsamer ist als im Standard. Dann kann man hier mit so einer JSON-Syntax tatsächlich Parameter in diese Komponente reingeben, ohne selber JavaScript schreiben zu müssen. Gleichzeitig hat man die volle Möglichkeit, auch selber JavaScript schreiben zu können, an diese Komponente wieder ranzukommen und zum Beispiel sich auf JavaScript-Events zu registrieren. Das heißt, okay, wenn die Slide weiter irgendwie gefächert wurde, dann möchte ich, dass du folgende Funktion aufrufst. Und dann könnt ihr da zum Beispiel irgendwas anderes auf eurer Seite mit starten. Also man kann relativ schnell starten, hat aber die Möglichkeit, da auch in alle erweiterten Bereiche ganz gut reinzugehen. Ja, UIKit ist Open Source und wird unter der MIT-License veröffentlicht. Das heißt, da seid ihr auch frei damit, was ihr eigentlich in euren Projekten damit macht. Wie gesagt, es gibt auch Less- und Cess-Versionen, die voll unterstützt werden. Und UIKit wächst eigentlich dynamisch immer daran, wie bei U-Theme die Themes entwickelt werden. Da kommt Monat für Monat ja ein neues Theme raus und das heißt, es wird auch dauernd quasi nicht nur einen neuen visuellen Standard, sondern auch immer geguckt, irgendwie, was, so wie macht man gerade. Also die aktuellen Best Practices werden quasi übernommen und auch in dieses Framework laufend integriert. Und ja, es basiert deshalb auf einer modernen Code-Grundlage, sodass zum Beispiel auch volle Flexbox-Unterstützung da drin ist. Ich glaube, da wird Arthur gleich auch nochmal was Cooles zu zeigen. So, jetzt sind wir mit unserer trockenen Theorie am Ende. Dann kommen wir zum aufregenden Teil, nämlich der Live-Demo. Und da übergebe ich einmal an Arthur. Ach so. Ja, versuchen wir zu wechseln. Was immer du willst. Ups. Da geht noch was. Ja, alle lesbar? So, ich versuche mal das Ganze. Kann man das vielleicht ausmachen? Besser? Oder? Naja, ihr müsst damit leben jetzt. Okay, also, was wir jetzt nicht wollten, sozusagen die kompletten Grundlagen zu zeigen. Ich denke mal, ihr habt alle auch Erfahrungen mit Bootstrap oder Foundation oder irgendwelchen anderen CSS-Frameworks, ne? Die ganzen Standardkomponenten wie Modal, Dialoge etc. pp. Sondern wollten einfach mal ein paar Use Cases rausgreifen, die man so auf einer Seite verwendet, wo UIKit halt mit schon automatisch halt Lösungen bringt. So, da fangen wir mal an.
So, ich habe hier einfach mal so eine ganz einfache Seite mal vorbereitet. Gerade aktuell sind ja, denke ich mal, diese ganzen Sticky-Menüs mit der Top-Navigation. Ne? Kennt ihr jemand? Ja, ne? Mit Sicherheit. Das heißt, dass die Navigation beim Scrollen sozusagen immer on top bleibt und sozusagen mit dem Scrollverhalten halt mitgeht. So. Dafür gibt es in UI-Kit halt die Sticky-Komponente, wie Florian vorhin bereits gesagt hat. Die JavaScript-Komponenten werden mit dem DataUK-Prefix initialisiert. Da haben wir zum Beispiel unsere Navbar. Das Einzige, was wir halt tun müssen, ist zu sagen, okay, DataUK Sticky. Ja. So, das mal aktualisieren. Doch, aber lange. Laden wir noch irgendwas aus dem Netz? Ach, nicht. Seltsam. So, wir sehen, okay, die Navigation bleibt jetzt halt immer mit oben. Jetzt denke ich wahrscheinlich, wozu brauche ich da JavaScript? Ich kann ja theoretisch auch einfach per CSS Position Fixed sagen, dann bleibt das Ding ja auch oben. Deshalb bietet die Sticky-Komponente aber ein paar Besonderheiten. Das heißt, ich kann dem Sticky zum Beispiel sagen, okay, werde bitte erst Sticky nach einer Scroll-Höhe von 200 Pixel. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt scrolle, bleibt die Navbar weiterhin oben und erst wenn die 200 Pixel erreicht sind, kommt die erst rein. Ja. Ist auch ganz nett, ist aber vielleicht... Noch eine Meldung? Ja, ich habe gleich mal eine Frage. Kannst du nochmal den Code zurückrufen, bitte? Und zwar, also parallel zu diesem Vortrag läuft ja gerade von Frank Belventhal der Hochgeschwindigkeits-Talk. Und eine Slide daraus ist, möglichst viele JavaScript-Dokumente zusammenzufassen. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich einfach nehme, ich nehme das Ganze, schreibe das in eine Datei? Ist das schon vorgesehen? Oder? Aber wie gesagt, das ist ja vom System dann abhängig. Ne? Die UI-Kit-Komponenten an sich sind halt einzeln verfügbar. Benutzt man jetzt irgendwie Joomla oder irgendwas anderes, eine Custom-Lösung. Wie gesagt, entweder kann man es, wenn man irgendwas, ein eigenes Projekt benutzt, gibt es ja diesen ganzen Gulp-Task oder wie auch immer, womit man das JavaScript sozusagen compilen, zusammenfassen kann. Viele Theme-Frameworks bieten ja die Option, dass sie das ganze JavaScript zusammenfassen in einer Datei. Später danach haben wir jetzt auch nochmal ein Warp-Talk, das ist ja so ein, ist ja unser Joomla-Framework. Da ist zum Beispiel auch die Option. Ne? Okay. Genau. Also müsste ich jetzt sozusagen von Hand zusammen oder eben mit so einem Dienst zusammenfassen lassen. Ja. Okay. Also. Du guckst dir online nochmal den Talk von. Den kenne ich rückwärts auch schon. Oder? Genau. Also. Der Grunt wird auch zusammenfassen. Also, wie war, wo sind wir jetzt? Top minus 200. Das heißt, die Navigation, die Navbar. Wird erst sticky, nachdem wir 200 Pixel nach unten gescrollt haben. Wirkt vielleicht noch ein bisschen hakelig. Dafür bietet die Sticky-Komponente nochmal das Animation-Attribut. UIKit kommt halt mit diversen Animations-Klassen, ne? Um Elemente abzuscalen, reinzufaden, irgendwie von unten oder oben, links, rechts irgendwie reinzusliden. Ich denke mal für die Navbar. Jetzt zum Beispiel die UK. Ein schönes Slide. Jetzt sehe ich natürlich nichts. Was gibt er mir? Ja. So. Und mit dieser einen Property hier, oder Setting, bewirken wir, ne? Ganz smooth, ganz nice. Gefällt mir schon mal ganz gut. Ich denke mal, das können wir dann so weit lassen. Kommen wir zum nächsten. So, ganz oft haben wir die Problematik, um Elemente zu zentrieren, ne? Vertikal. Wie Flo auch bereits erwähnt hat, haben wir ziemlich vollen Support für Flexbox. Damit ist das sozusagen gar kein Problem mehr. In diesem Fall wollen wir jetzt das hier einfach mal auf dem Bildschirm zentrieren.
ebenfalls mit UI-Kit jetzt gar kein Problem, indem wir sozusagen dem Container-Element einmal die Klasse UK-Flex geben. Damit sagen wir, okay, intern, dieses Element ist jetzt Display Flexbox sozusagen und sagen UK-Flex Middle. Damit sagen wir, okay, alle Kinderelemente sollen einfach vertikal zentriert sein. So. Das war es dann eigentlich auch schon. Funktioniert das. Also wie gesagt, wir haben auch diverse andere Flexbox-Geschichten, die wir mit unterstützen. Da einfach mal nachher noch in die Doku vielleicht mal reinschauen, wenn da weiter Interesse hat. Das wollte ich nur mal kurz anreißen und sagen, wofür Flexbox so an sich auch noch ganz nützlich ist. Das Bild versucht er die ganze Zeit zu laden. Das. Ach so. Das ist noch der Placeholder, den du noch nicht ausgedrückt hast. Da kannst du ja immer einen magischen Trick machen. So, dann wollte ich vielleicht noch mal kurz auf eine andere Komponente eingehen, um halt ein paar Effekte in so eine Seite einzuschleusen, ohne groß irgendwie was machen zu müssen. Wir haben jetzt so ein ganz stinknormales Grid, wo wir irgendwie Inhalte aufgeteilt haben. Statisch vielleicht etwas langweilig. Dazu könnte man theoretisch jetzt so die Parallax-Komponente benutzen. Ja. Was macht die Parallax-Komponente? Die Parallax-Komponente animiert halt Elemente basierend auf der Scroll-Position eines Dokuments. Ja? Hier sage ich mal, okay, innerhalb der X-Achse soll es sich sozusagen um 200 Pixel verschieben. Ja. Mal kurz zeigen. Ja. Wie gesagt, ohne jetzt groß JavaScript schreiben zu müssen, funktioniert das Ganze auf Anhieb. So auf der einen Seite vielleicht ein bisschen langweilig. Gucken wir das mal. Das soll auf die andere Seite weggehen, also dann loswerden. Ups. Wie gesagt, die Parallax-Komponente unterstützt halt relativ viele Sachen. Das heißt, man kann auch scalen, ja, dass es halt kleiner, größer wird. Ne? Oder das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen langweilig. Nehmen wir nochmal die Opacity dazu, dass er von 1 nach 0 geht. Das heißt, man kann auch bei der Parallax-Komponente einen Start- und einen Endwert mit angeben. Einfach hier mit so einer Komma-Notation. Und das läuft jetzt über JavaScript. Ja. Genau. Und man sieht, ne, faden die Sachen dann zum Beispiel noch raus. Ne? So. Also wie gesagt, damit kann man relativ schnell, ziemlich einfach irgendwelche Effekte in so eine Seite einbauen. Top. So, was wäre das nächste? Sagt einem Masonry irgendwas? Also ein Masonry Grid. Genau, UI-Kit kommt auch mit sowas. Hübschen. Genau, wir haben hier mal so ein Standard-Grid. Relativ einfach. Relativ langweilig an sich. Ja. Wo haben wir das? Hier haben wir das. So. Wie gesagt, wieder eine JavaScript-Komponente. Das heißt, Data UK. Ein Grid in dem Falle. Okay, wir möchten bitte noch ein Gatter. Nee, ich mach das mal kurz anders. So. So. Die Problematik generell bei solchen Grids ist ja immer, dass die jeweils von den Proportionen die Elemente, die Unterelemente halt immer gleich groß sein müssen, damit die sozusagen im Layout aufgehen. Ne? Sonst ist ja alles verschoben, theoretisch. Ja, ich kann das mal kurz zeigen.
haben wir denn hier sowas? Aktualisiere. Das ist halt, genau, drückt das Ganze auf und die sind halt nicht mehr in diesem schönen Flow. Das ist aber halt diese Masonry-Komponente, ne? Diese Backstein-Komponente, die sozusagen alles irgendwie so hinsetzt, dass alles halbwegs gut aussieht. Genau, dafür bietet UIKit wie gesagt auch eine Komponente, die da einfach nur heißt Data UK Grid. Jetzt mal aktualisiere. Ja, wir sehen, tada, automatisch richtet sich das Grid dementsprechend aus, dass wir keine hässlichen Lücken haben. Als Parameter wäre zum Beispiel nochmal, ich möchte vielleicht noch einen Gatter haben von 20 Pixeln. Automatischen Gatter. Das Ganze ist dann auch responsive. Ja, also generell das Grid bietet noch wesentlich mehr. Ich zeige das vielleicht mal. Wo haben wir denn? Da oben. Also das Grid kann zum Beispiel halt Filtergeschichten machen, ne? Dass man es halt mit einer Filternavigation verbinden kann. Ja, dass man bestimmte Elemente dann jeweils filtern kann. Halt ganz gut so für Portfolio-Geschichten oder so. Genauso auch so Sachen sortieren und. Ja. Haben wir dann. Genau. Ansonsten, wie gesagt, die Komponenten sind jeweils halt einfach nach Bedarf dazu ladbar. Ne? Das heißt, die sind nicht komplett in dem UIKit-Release selbst drinne, ja, sonst würde es natürlich die Größe sprengen. Aber je nach Bedarf legt man sich einfach die Komponenten, die man braucht, für die jeweilige Seite einfach dazu und es läuft. Also wie gesagt, wir haben eigentlich so ziemlich fast alles, was man so bei sich für seine Webseite braucht. Keine Ahnung, eine Slideshow natürlich mit diversen, allen möglichen Effekten, die es so gibt, ne? Angefangen hier Puzzle, was gibt es da alles? Slices, die ganz normalen Fade-Geschichten, Akkordeons, Slide-Sets, also theoretisch alles, was man irgendwie gebrauchen könnte, um seinen Content auf der Seite aufzuwerten. Ja? Also, das wäre jetzt sozusagen zu viel des Guten. Um jetzt, beziehungsweise ich hätte auch zu wenig Zeit, ich bin jetzt schon ein bisschen relativ knapp dran, um alles irgendwie vorzustellen. Aber kann, wie gesagt, einfach jeden herzlich einladen, da mal raufzugehen. Und vielleicht macht es ja, oder weckt das Interesse. Hoffen wir jedenfalls. Ja. Gut. Zurück zu den Folien. Ein bisschen hatten wir noch. Ja, könnt ihr jetzt entscheiden, ob wir da oben hängen oder ob es geklappt hat mit dem Sprung. Falls ihr jetzt generell irgendwie so ein paar Sachen gesehen habt, wo ihr sagt, oh cool, das möchte ich mal ausprobieren, ich habe mal Lust, irgendwie UIKit runterzuladen und das selbst einfach damit ein bisschen zu experimentieren und zu entwickeln. Und noch ein paar Tools irgendwie aufgelistet, die vielleicht hilfreich sein können für den Start. Einmal auf der offiziellen Webseite findet ihr auch den sogenannten Customizer, wo ihr wirklich, wenn ihr zum Beispiel ihr wollt es irgendwie an euer Design anpassen, habt irgendwie eigene Vorstellungen, aber habt jetzt noch zum Beispiel noch keine Lust, in diese Less-Dateien einzusteigen, dann könnt ihr in diesem Customizer eure Farben auswählen, eure Schriften auswählen, Abstände von wirklich allen Komponenten anpassen und euch einfach hier unten mit diesem blauen Mini-Button, den ihr da unten links seht, das fertige CSS runterladen. Das heißt, da muss man auch gar nicht einsteigen und wirklich komplett im Code alles machen. Es ist auch ein super, super Start, um wirklich anzufangen. Man kann sich dann noch diese veränderten Less-Variablen runterladen und dann noch im Code weitermachen. Also man hat da wirklich alle Möglichkeiten.
Dann, ihr habt das eben schon gesehen, es gibt relativ viele UI-Kit-Klassen, ja, also es gibt wirklich viele Komponenten, viele Klassen, die kann man sich nicht immer alle auswendig merken, das habt ihr vielleicht eben auch schon gesehen, als Arthur getippt hat. Wir haben für Sublime Text haben wir ein Plugin geschrieben, was halt so Vorschläge macht für die Klassen, während man die tippt, auch für die Data Attributes, und wir haben da so ein paar Snippets drin, also wo ihr wirklich dann nur euer, ich weiß nicht, eure Slideshow oder so habt und der haut dann das ganze Markup da rein. Das haben wir für Sublime Text gebaut, updaten das auch regelmäßig, wenn eine neue UIKit-Version rauskommt. UIKit hat mittlerweile eine relativ große Open-Source-Community, also GitHub jetzt, glaube ich, über 5000 Stargazer, die das wirklich verfolgen, das Projekt. Das heißt, es gibt da jetzt auch Leute, die sich daran gesetzt haben und gesagt haben, okay, Sublime Text ist cool, das Plugin ist cool, aber ich benutze Atom und haben es halt für den Atom-Editor portiert. Das war auch das, was Arthur gerade benutzt hat, funktioniert hervorragend. Dann für PHP Storm. Haben wir ja auch einen, der exportiert hat aus der Community, also auch sehr cool, wenn ihr das benutzt. Da gibt es wie gesagt auch eine Version von. Wenn ihr jetzt sagt, super, das sieht toll aus im HTML, ich möchte es aber bitte in Joomla benutzen, da gibt es auch die Werkzeuge für. Ja? Also wenn ihr Themes bauen wollt und nicht bei Null starten wollt, bleibt gerne hier nach. In unserem nächsten Talk geht es um Warp, das ist das Theme Framework auch von UTheme, auch Open Source, was komplett mit UIKit gebaut ist. Also da ist, wie gesagt, das Markup dann schon da. Oder wenn ihr diese Komponenten nutzen wollt, vielleicht auch was von den Effekten in Joomla, ohne das selber mit Hand zu schreiben, da gibt es WidgetKit, das ist auch eine, also auch von UTheme, auch für Joomla, wo man sich diese Widget wirklich interaktiv einfach zusammenklicken kann, ohne diesen Code selber schreiben zu müssen. Dafür haben wir nachher auch noch einen Talk, da seid ihr auch herzlich eingeladen. Ich glaube ich weiß nicht genau wann. Aber das ist der letzte Slot auf jeden Fall heute Abend und ich glaube ich auch hier. Um 5? Um 6? Ich weiß nicht. Der letzte Slot auf jeden Fall. Ihr habt ja auch einen Plan. Ich weiß nicht, wie wir jetzt zeitlich sind, aber. Oh, sieht gut aus, ne? Können wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft wagen? UIKit 3, ich glaube, Arthur hatte da noch ein paar Sachen. Ja, generell, UIKit 3 wird grundsätzlich nochmal komplett in Frage gestellt. Die 2er-Version natürlich. In dem Sinne halt, Ziel ist es natürlich, Klassen und Variablen, die über die Historie jetzt gewachsen sind, rauszuschmeißen, das Ganze zu verschlanken nochmal. Also gerade auch mit dem im Zuge dessen, welchen Browser man sozusagen noch supportet. Ich glaube, der IE9 wird es für UIKit 3.0 dann nicht mehr geben. Ne? Ich glaube, IE9 hat was für einen Browser-Anteil, ich glaube, weltweit von 1,2-1,3% oder so. Das heißt, wenn man den zum Beispiel dann auch rausschmeißt, fliegt auch von der Codebasis sozusagen auch relativ viel raus, ne? Das heißt, wird wesentlich schlanker. Und ganz großes Thema, Web Components, ist das jemand ein Begriff? Web Components, Custom Elements, wird in UIKit 3 halt auch voll integriert sein. Ja? Das heißt, man baut mit UIKit 3 später halt nicht mehr wie man es halt so kennt, man macht ein Div-Element und hat die ganzen UIKit-Klassen, sondern hat UIKit-Elemente. Ja? Das heißt, man baut nicht mehr irgendwie einen Button mit der Class UK-Button, UK-Button Primary, wie auch immer, sondern man hat ein Element UK-Button, ja, das man so direkt eintippen kann und es läuft halt automatisch. Ja? Ist denn das Update später ohne weiteres möglich oder wird das auch so kompliziert nachher wie zum Beispiel von der Erweiterung, was ihr im WidgetKit hattet, von 1 auf 2? Oder geht das nachher fließend? Oder werde ich da auch Probleme mit haben, wenn ich von WidgetKit 2 auf 3 gehe? Also so wie das aussieht, ist die UIKit 3 quasi eine komplett neue Reihe und da muss man, weil es nicht Feature gleich sein wird wahrscheinlich, sondern also gucken, dass einzelne Komponenten sicher 1:1 updatebar sind und bei anderen wahrscheinlich weniger. Aber da gibt es noch nicht den konkreten Plan, dass man das jetzt irgendwie fix sagen könnte. Da müssen wir gucken, wie UIKit 3 dann konkret aussieht. Genau, es ist noch nichts in Stein oder Meißelsaal geschrieben hier, was UIKit angeht. UIKit 3, da sind wir selber gerade sozusagen so in der Findungsphase. Deshalb wäre es jetzt unfair zu sagen, ja, geht ohne Probleme, ne? Können wir nicht. Vielleicht gibt es, also ich denke mal, in so einem Migration Styles wird es aber auf alle Fälle gehen. Ne? Also komplett 1:1 wird es halt nicht gehen, denke ich. Wäre auch fair, das zu sagen.
Ja. Was ist mal das Zieltermin? Ja, Ecke 3. Ja, wenn es fertig ist. Okay. Mit Joomla 1.5. Demnächst. Okay. Auf jeden Fall, das war es erstmal von unserer Seite. Wenn ihr generell euch Sachen angucken wollt, geht mal auf getui.com, da findet ihr einen Link zu GitHub, zum sehr aktiven Entwickler-Chat. Es gibt auch auf Google Plus eine sehr aktive Community, wo auch zum Beispiel diese Plugins entstanden sind zwischen den Leuten, die diskutiert haben. Guckt da einfach mal vorbei. Ansonsten stehen wir da vorne am Jütenstand und wie gesagt, jetzt direkt im Anschluss hier der Warp Talk. Wenn es noch Fragen gibt, stehen wir euch gerne zur Verfügung. Ansonsten danke fürs Kommen und ja, bis später. Bis bald.